herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei NT Dental. Ich möchte euch heute das DIM-Analog erläutern und auch die Anwendung in unseren CAD-Softwaren erklären. Um unser DIM-Analog zu verwenden, bekommt ihr meistens einen oralen Scan zugeschickt. Hierbei ist wichtig, diesen Scan erst einmal zu sichten. Ist auf diesem Scan unser 3D-Guide verbaut? Weil nur mit unserem 3D-Guide und unserer CAD-Bibliothek könnt ihr auch unser DIM-Analog verwenden. Wenn dies der Fall ist, beginnt mit eurer Modellation, um dann später in den Modelbilder zu wechseln. Ihr legt ganz normal euren Fall an. Wichtig ist hierbei, das DIM-Analog ist immer an ein Bauteil geknüpft. Heißt, ihr müsst am Anfang immer ein Bauteil auswählen, beispielsweise eine Titanbasis oder ein Preform. Wenn ihr das alles angelegt habt, könnt ihr mit eurer Modellation beginnen. Ihr könnt nun das Abutment nach euren Wünschen designen und könnt dann in den Modelbilder überwechseln. Nach dem Start des Modelbilders könnt ihr erstmal auswählen, was ihr für ein Modell verwenden wollt. Hierbei ist wichtig, dass ihr die Modelle nicht zu dünn gestaltet, dass das DIM-Analog auch genug Platz nach unten hat in seiner Länge. Nachdem ihr den 3D-Guide aufgematcht habt, gibt es ein kleines Einstellungsmenü. Hierbei wichtiger Hinweis für euch, scrollt mal im Fenster nach unten und schaut euch den horizontalen Abstand von Modellanalog zum Modell an. Hierbei raten wir euch immer den Regler auf ganz nach rechts zu schieben, auf 0,2 mm. Dann ist gewiss, dass der Abstand zwischen dem Modell und dem DIM-Analog so weit ist, dass das DIM-Analog später auch in das Modell reinpasst. Wenn ihr das eingestellt habt, könnt ihr ganz normal weiterverfahren und euer Modell bis zum Ende herstellen. Nachdem wir das Design abgeschlossen haben, möchte ich euch gerne nochmal das DIM-Analog näher erklären. Das DIM-Analog besteht aus zwei Teilen. Einmal dem oberen Teil mit den drei Nocken und einmal der Rändelschraube. Die Rändelschraube kontert unser DIM-Analog von unten in unserem 3D-Modell. Ein wichtiger Hinweis noch zur Rändelschraube. Die Rändelschraube hat auf einer Seite eine Sechskantöffnung. Hiermit könnt ihr einfach mit einem einfachen Schraubendreher die Rändelschraube aufspießen und könnt diese so in euer DIM-Analog und euer neuer Modell einführen und reinschrauben. Als weiteres Hilfsmittel würde ich euch raten, um das DIM-Analog von oben zu positionieren. Nehmt einfach ein Scanbody von uns, schraubt diesen Scanbody auf euer DIM-Analog auf und nun habt ihr eine größere Fläche, wo ihr das DIM-Analog auch greifen könnt. Ich zeige euch das jetzt auch noch einmal in Form eines gedruckten Modells im etwas kleineren Format. Hierfür nehme ich mein fertig gedrucktes Modell, nehme hier meinen Scanbody und mein oberes Teil vom DIM-Analog mit den drei Nocken, schraube den Scanbody auf und nun kann ich ohne Probleme das DIM-Analog ins Modell einführen. Um die Rändelschraube ins Modell einzuführen, habe ich ja gerade eben schon erklärt, könnt ihr einfach einen Sechskantschraubendreher nehmen, diese Rändelschraube aufpicken und schraubt dieses dann auch in euer Modell ein. Wichtig ist hierbei, die Rändelschraube muss fest zugedreht werden. Das war unser Video zum DIM-Analog. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.